Ich darf Ihnen den Redner der ersten Runde vorstellen, Professor Dr. Stefan Habart, seit Juni 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er war von 2000 bis 2018 als Rechtsanwalt tätig, seit 2006 als Partner wirtschaftsrechtlich ausgerichteter Rechtsanwaltssozietäten. 2009 bis 2018 war er Mitglied des Deutschen Bundestags. Er gehört der CDU an. Seit 2018 ist er Honorarprofessor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Im November 2018 erfolgte seine Wahl zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzenden des ersten Senats. Und wie gesagt, seit Juni 2020 ist er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das Vortragsthema, das wir heute früh hören, lautet Rechtsstaat in bester Verfassung? Fragezeichen. Und ich darf nun Sie, Herr Präsident Habart, um Ihren Vortrag bitten. Danach treten wir dann in eine Diskussion ein. Vielen Dank. Ja. Sehr geehrter Herr Hahn, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident AD Thierse, sehr geehrte Frau Bundesministerin AD Leuthäuser-Schnarrenberger, sehr geehrter Herr Professor Heuss, sehr geehrte Frau Professorin Schwan, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt einen Satz in der Staatsrechtslehre, der in nur 13 Wörtern alle großen Fragen zum demokratisch verfassten Rechtsstaat zu stellen scheint. Die nach seinen Möglichkeiten und nach seinen Grenzen, nach seiner Verletzlichkeit und nach seiner Stärke, die nach seinem Verhältnis zur Gesellschaft, zum Recht und zum Außerrechtlichen, kurzum und in den Worten Horst Dreyers, stellt er die, Zitat, faustische Frage nach dem, was eine Gesellschaft, was einen Staat im Innersten zusammenhält, Zitat Ende. Wie steht es mit Antworten? Für manche ist der Satz nur kluge Analyse, für andere normativer Appell. Einige halten ihn für resignativ fatalistisch, andere sehen die Chancen, die er belässt. Manche sehen in ihm die staatstheoretische Weltformel und in seinem Urheber den Einstein des Staatsrechts. Andere halten den Satz, auch dies gehört zur Wahrheit, für entweder banal oder falsch. Es geht, viele von Ihnen werden es bereits geahnt haben, um das Böckenförde Diktum, über das in den nunmehr 55 Jahren seiner Existenz schon viel nachgedacht und viel gesagt wurde. Das Böckenförde Diktum hat es, um abermals Horst Dreyer zu zitieren, zu einer regelrechten Kreuzworträtselberühmtheit gebracht und dürfte vielen von Ihnen bis in seinen genauen Wortlaut hinein bekannt sein. Sehen Sie mir deshalb nach, wenn ich es etwaigen Überdruss billigend in Kauf nehmend gleichwohl nochmals verlese. Zitat, der freiheitliche säkularisierte Staat lebt, so Böckenförde, von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Zitat Ende. Das Böckenförde Diktum war von seinem Urheber zunächst historisch-analytisch gemeint. Es bezieht sich auf das Scheitern der Weimarer Republik, die auch an mangelndem demokratischem Engagement und dem Fehlen einer demokratischen und freiheitlichen Zivilgesellschaft als nicht zu garantierenden Voraussetzungen gescheitert ist. Nun bin ich der festen Überzeugung, dass uns das Diktum nach wie vor etwas zu sagen hat, heute vielleicht mehr denn je. Aus den vielen Sätzen, die über das Böckenförde Diktum geschrieben wurden, stach für mich einer jüngst heraus. Vielleicht deswegen, weil er in besonderer Weise das Thema unserer Tagung berührt, vielleicht deswegen, weil er eine Erklärung für das leichte Unbehagen anbietet, das einen beim Lesen des Böckenförde-Diktums überkommen mag. Der Aphorismus spreche so eine Bemerkung Christian Walters, Zitat, wohl nicht zuletzt auch deshalb an, weil er eine menschliche Urangst mobilisiert, nämlich diejenige, dass die Zukunft unsicher ist, Zitat Ende. Und das ist sie.
Wir begegnen uns in einer Zeit der Krisen. Innere und äußere Bedrohungen setzen Deutschland und Europa zu. Russlands Krieg gegen die Ukraine rüttelt an den Grundfesten der europäischen Friedensordnung und führt uns auf dramatische Weise unsere eigene Verletzlichkeit vor Augen, gleichermaßen nachdrücklich, aber auch die zu bewahrende Kostbarkeit eines Lebens in Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es besteht deswegen gleichermaßen Grund zur Sorge wie Anlass zur Zuversicht. Beides spiegelt das Böckenförde-Diktum, wenn es deskriptiv analytisch auf die Verletzlichkeit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung verweist, aber auch Raum für Mittel lässt, diesen zu begegnen. Es erlaubt Einblick in alternative Zukünfte. Was erwartete uns, fielen die nicht zu garantierenden Voraussetzungen fort? Und was erwartete uns, ließen sie sich bewahren und stärken? Das Böckenförde-Diktum entspringt bekanntlich der Einsicht, dass ein freiheitlich verfasster Staat die für seinen Zusammenhalt notwendigen soziomoralischen Grundlagen nicht mit hoheitlichen Methoden erzwingen kann, ohne zugleich seiner Freiheitlichkeit verlustig zu gehen. Der Staat trägt sich nicht selbst durch seine Institutionen, sondern wird getragen durch jene Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur für sich, sondern auch für die staatlich verfasste Gemeinschaft Verantwortung empfinden und wahrnehmen. Dies setzt weit mehr voraus, als von seinen Grundrechten nur der Gestalt Gebrauch zu machen, dass man vom Staat so weit wie möglich in Ruhe gelassen werden möchte. Weit mehr als die ohnehin sparsamen verfassungsrechtlichen Mitwirkungsbefugnisse des Status Activus, namentlich das Wahlrecht, auszuüben. Indes, dieses Mehr lässt sich nicht hoheitlich anordnen und setzt zumindest eine gewisse Grundidentifikation der Bevölkerung mit unserem staatlich verfassten Gemeinwesen voraus. Schon eine nur kursorische Durchsicht aktueller demoskopischer Erhebungen führt insoweit allerdings zu einem ernüchternden Befund. Kürzlich schreckte eine im Auftrag des SWR erstellte Studie des Allensbach-Instituts auf, der zufolge 31% der Befragten die Einschätzung äußerten, in Deutschland in einer Scheindemokratie zu leben, in der die Bürger nichts zu sagen hätten. Das Phänomen ist nicht auf Deutschland beschränkt. Eine internationale Metastudie der Universität Cambridge erfasst die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem Zustand der Demokratie in ihrem Land. Sie ermittelt für Europa im Jahr 2019, dem letzten Jahr der Untersuchung, mit über 50% Unzufriedenheit den schlechtesten Wert seit Beginn der Erhebungen vor rund 50 Jahren. Freilich verläuft die Entwicklung nicht linear, aber nach früheren, erfolgreich überwundenen Krisenphasen in den 1970er und 1980er Jahren hält die gegenwärtige Periode stetig zunehmender Unzufriedenheit nun schon seit etwa 10 Jahren an. Ein der Dauer nach einmaliges Phänomen. Während Deutschland, die Niederlande und Skandinavien immerhin noch verhältnismäßig gut dastehen, sieht es im Übrigen eher düster aus. Erhebungen der Bertelsmann-Stiftung zeichnen zwar ein geringfügig besseres, letztlich aber auch kein positives Bild. Nur 60% der Europäerinnen und Europäer äußern sich bei der Befragung positiv zum Zustand der Demokratie in der EU. Nur 54% positiv zum Zustand der Demokratie in ihrem eigenen Land. Auch hier fallen regionale Unterschiede ins Auge. Während die Niederländer mit 74% und die Deutschen mit 70% noch weit mehrheitlich zufrieden damit sind, wie die Demokratie in ihrem Land funktioniert, gilt dies nur für eine Minderheit der Spanier, 46%, Italiener, 40% und Polen, 35%. Gewiss, es handelt sich um verschiedene Studien mit nicht in jeder Hinsicht konsistenten Ergebnissen. Bei aller Vorsicht, die daher bei der Bewertung dieser Erhebungen angebracht sein mag, besteht ohne Zweifel Grund zur Aufmerksamkeit. Ein Niedergang des Ansehens der Demokratie macht diese anfälliger für Gefährdungen und kann so mittelbar zu einer tatsächlichen Destabilisierung demokratischer Gesellschaften beitragen.
Insoweit ist mit gewisser Sorge zunächst auf solche Veränderungen zu blicken, die der gesellschaftliche Diskurs insbesondere durch neue Medien erfahren hat. Auch wenn sie in vielerlei Hinsicht unser Leben bereichern, begünstigen diese neuen Medien das Spontane, Vorläufige, Verkürzende, auch das Verletzende. Die Distanz zum Gegenüber sowie die Anonymität des Internets befördern eine Verrohung und Enthemmung. Die Algorithmen knüpfen die Sichtbarkeit einer Äußerung an Nutzerinteraktionen. Der Erfolg eines Beitrags verhält sich nicht selten proportional zum Ausmaß der durch ihn bewirkten Emotionalisierung, was auch die Verbreitung alternativer Fakten begünstigt. Der Algorithmus eröffnet Filterblasen und Echokammern. Er erzeugt geschlossene Weltbilder, die zur kommunikativen Radikalisierung beitragen. Treffen Mitglieder unterschiedlicher Kammern und Blasen dann doch aufeinander, sei es online, sei es in der analogen Welt, zeigt sich das Ausmaß der Polarisierung und Spaltung. So spiegelt sich in der digitalen Welt die ohnehin beobachtbare Verstärkung gesellschaftlicher Fliehkräfte bei gleichzeitiger Schwächung der Bindekräfte. Viele andere Ursachen treten hinzu, auch Partikularinteressen, verengte Perspektiven, soziale wie kulturelle Entfremdung, um nur einige Schlagworte aufzurufen. All dies lässt das Ansehen demokratischer Institutionen nicht unberührt. Demokratie muss eine immer komplexer werdende Welt in komplexen Verfahren ordnen und bewältigen. Die so nicht selten kompromisshaft gefundenen Lösungen entziehen sich teils nach Inhalt und Genese vereinfachender, zugespitzt in einen Tweet passender Erklärungsmuster. Teils werden vorhandene einfache Erklärungen erst gar nicht gesucht oder gefunden. Die durch den gesellschaftlichen, aber auch medialen Diskurs geweckte Sehnsucht nach Einfachheit und Eindeutigkeit kann durch den demokratischen Prozess häufig nicht gestillt werden und darf dies vielfach auch nicht. Hieraus erwächst Enttäuschung, die autokratische Entscheidungsstrukturen mit ihren einfachen, vermeintlichen Antworten attraktiv erscheinen lässt. Angesichts all dessen scheint für gemeinsame soziomoralische Grundlagen, also für die nicht zu garantierenden Voraussetzungen im Sinne des Böckenförde-Diktums, düstere Aussichten zu bestehen. Wie könnte das identitätsstiftende Element einer Gesellschaft aussehen, in der manche nicht einmal in der Wirklichkeit leben möchten? Ohne die problembehafteten Schlagwörter Verfassungspatriotismus oder Zivilreligion in den Mund nehmen zu wollen, ich hoffe und glaube, dass unsere Verfassungsordnung selbst, das Grundgesetz, ein überaus attraktives Identifikationsangebot macht, im Mindesten aber einen Rahmen, auf den man sich verständigen kann. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben uns vor inzwischen etwas mehr als 70 Jahren gerade vor dem Hintergrund des dramatischen Scheiterns der Weimarer Republik ein vorzügliches Rüstzeug mit auf den Weg gegeben, um auch die sich am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts abzeichnenden neuen Herausforderungen zu meistern. In dem seinerzeit tiefen Empfinden des im Bewusstsein der Nazi-Diktatur ausgesprochenen Nie wieder hat der Parlamentarische Rat auf das Scheitern von Weimar zentrale Antworten gefunden. Einige will ich herausheben: Menschenwürde, Rechtsstaat, Sozialstaat und deren Schutz durch die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Allem vorangestellt hat der Parlamentarische Rat bekanntlich die Grundrechte mit der unantastbaren Menschenwürde an der Spitze. Damit einher ging nicht nur die Auffassung, dass der Schutz der Grundrechte die vornehmste Aufgabe eines jeden Staates und jeder Verfassung sei, sondern das Individuum rückte in den zentralen Fokus des Grundgesetzes. Der Staat wird vom Individuum ausgedacht, in seiner dienenden Funktion gegenüber dem Menschen. Und so lautete Artikel 1 im Entwurf von Herrn Chiemsee: Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Auch wenn dieser Satz keinen Eingang in den Text des Grundgesetzes fand, spiegelt er dessen Geist. Einer der wunderbarsten Sätze der deutschen Verfassungsgeschichte. Eine freiheitliche Demokratie
braucht einen starken Rechtsstaat. Die starke Stellung, die im Grundgesetz der Rechtsstaatlichkeit zuteil wurde, war ebenfalls in besonderer Weise eine Reaktion auf die Entrechtung und Rechtlosigkeit in der NS-Zeit. Ohne das Recht mit seinen ordnenden Vorgaben, Verfahren und Formalien gibt es keine Freiheit. Mit dem großen Juristen Rudolf von Jering gesprochen, Zitat: Die Form ist die geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der Freiheit, Zitat Ende. Das Recht schützt den Schwächeren und der Rechtsstaat hat die Pflicht, dieses durchzusetzen. So erwächst ein rechtlich geordneter Raum, der ebenso die Interessen und Bedürfnisse der anderen berücksichtigt und in Ausgleich bringt. Dieser Schutz und die Sicherung durch den Staat, sein Gewaltmonopol, führen letztlich zur Friedenspflicht und zum Selbsthilfeverbot, die der Rechtsstaat seinen Bürgerinnen und Bürgern auferlegt. Weder schließen sich Freiheit und Sicherheit aus, noch lässt sich das eine notwendig nur auf Kosten des anderen verwirklichen. Im Gegenteil, der Schutz vor Gewalt ist eine Grundvoraussetzung für das Leben in Freiheit und in jeder freiheitlichen Verfassung immer schon mitgedacht. Für den späten Böckenförde waren die freiheitsbezogenen, aber auch freiheitsbegrenzenden Gesetze gar wesentliches identitätsstiftendes Element. Zitat: Solche freiheitsbezogenen Gesetze, so Böckenförde, werden sie konsequent und unparteiisch angewandt, vermögen eine neue Art von einigendem Band über einer pluralen, teilweise auseinanderstrebenden kulturellen Wirklichkeit hervorzubringen, die Gemeinsamkeit des Lebens in und unter einer vernunftgetragenen gesetzlichen Ordnung, die unverbrüchlich ist. Zitat Ende. Schließlich möchte ich auf das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes hinweisen, auch wenn der verfassungsrechtliche Begriff des Sozialen in ganz besonderer Weise einfach gesetzlicher Ausfüllung bedarf. Von der Gemeinschaft aus betrachtet verlangt das Sozialstaatsprinzip staatliche Vor- und Fürsorge für Gruppen der Gesellschaft, die aufgrund persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind. Die staatliche Gemeinschaft muss ihnen jedenfalls die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein sichern und sich darüber hinaus bemühen, sie, soweit möglich, in die Gesellschaft einzugliedern. So trägt das Sozialstaatsprinzip dazu bei, für jedermann die tatsächlichen Voraussetzungen für die Ausübung der grundrechtlich garantierten Freiheit zu schaffen und an unserem staatlich verfassten Gemeinwesen teilzuhaben. Die vorgenannten Gehalte stehen sämtlich unter dem Schutz der sogenannten Ewigkeitsgarantie unseres Grundgesetzes, bei der es sich um die markanteste Antwort auf das Trauma von Weimar handelt. Sie ist ohne historische Vorläufer. Ideengeschichtlich knüpft sie an frühe, in der rechtspositivistisch geprägten Weimarer Staatsrechtslehre aber nicht mehrheitsfähige Überlegungen zum Schutz der Verfassung vor dem verfassungsändernden Gesetzgeber. Sie erklärt eine Änderung des Grundgesetzes unter anderem dann für unzulässig, wenn sie das föderale Prinzip mit dem Effekt vertikaler Gewaltenteilung, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, dass Demokratie, das Sozialstaats- und das Rechtsstaatsprinzip berührt. Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes will in den Worten des Bundesverfassungsgerichts verhindern, dass die Verfassungsordnung, Zitat, auf dem formal-legalistischen Wege eines verfassungsändernden Gesetzes beseitigt und zur nachträglichen Legalisierung eines totalitären Regimes missbraucht werden kann, Zitat Ende. Mit der Ewigkeitsgarantie, so ließe sich das Böckenförder-Diktum modifizierend aufgreifend wohl sagen, versucht der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat dann doch, seine eigenen normativen Voraussetzungen mit rechtlichen Mitteln zu garantieren. Ob es hierfür die Ewigkeitsgarantie überhaupt gebraucht hätte oder ob eine Verfassungsänderung nicht denknotwendig die grundlegende Substanz einer Verfassung, ihre Verfassungsidentität, intakt lassen muss, andernfalls von einer Änderung nicht sinnvoll gesprochen werden kann, mag dahinstehen. Im Mindesten trägt die ausdrückliche Niederlegung
der Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes dazu bei, solchen substanzverletzenden Änderungen unmissverständlich die Maske der Legalität vom Gesicht zu reißen. Als Zwischenfazit will ich deswegen festhalten, das Grundgesetz hat eine gute Ordnung etabliert, zweifellos die beste, die Deutschland je hatte. Unser Land ist in guter Verfassung. Mit unserem Grundgesetz ist Staat zu machen. Mit den grundlegenden Prinzipien unserer Staatsorganisation, mehr aber noch mit den Grundrechten und den in ihnen verkörperten Wertentscheidungen sollte sich jeder schon aus Eigennutz identifizieren können. Jeder sollte dazu beitragen wollen, unsere Verfassungsordnung im Rahmen der ihr oder ihm gegebenen Möglichkeiten und Mittel zu verwirklichen. Und doch ist und bleibt es Wesensmerkmal des freiheitlichen Rechtsstaats, solche Grundidentifikation nicht hoheitlich einfordern zu können. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts, Zitat, die Bürger sind dabei rechtlich nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen persönlich zu teilen. Das Grundgesetz baut zwar auf der Erwartung auf, dass die Bürger die allgemeinen Werte der Verfassung akzeptieren und verwirklichen, erzwingt die Werteloyalität aber nicht. Zitat Ende. Dies ist das produktive Dilemma, in das uns unsere Verfassungsordnung stürzt. Dilemma, weil der freiheitlich-säkulare Staat seine Voraussetzungen nicht nur nicht garantieren kann, sondern der Gebrauch der Freiheitsrechte sogar dazu geeignet sein kann, die Verfassungsordnung aktiv zu delegitimieren. Zitat, das ist, um nun auch den zweiten berühmten Satz des Böckenförder Diktums aufzugreifen, das große Wagnis, dass der freiheitlich-säkulare Staat um der Freiheit willen eingegangen ist. Zitat Ende. Produktiv ist das Dilemma, weil die Leerstelle, die das Böckenförder Diktum lässt, gefüllt werden kann. Der Umstand, dass der Staat auch von Voraussetzungen lebt, die er nicht garantieren kann, besagt nicht, dass es nicht andere Voraussetzungen gibt, die er garantieren kann. Und der Umstand, dass es auch nicht zu garantierende Voraussetzungen gibt, besagt nicht, dass der Staat insoweit zur Tatenlosigkeit verdammt wäre. Um mit ersteren, also den zu garantierenden Voraussetzungen zu beginnen, wenn das Rechtsstaatsprinzip und mit ihm die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung ganz im Sinne Böckenfördes identitätsstiftendes Element in pluralen Gesellschaften ist oder sein kann, darin garantiert der wehrhafte Rechtsstaat seine eigenen Voraussetzungen zuvorderst durch die konsequente Verwirklichung und Verteidigung des Rechts, einschließlich seiner eigenen verfassungsrechtlichen Grundlagen. Dazu gehört es selbstverständlich zuvorderst, dass sich der Staat selbst an das von ihm gesetzte Recht hält und etwaige Rechtsverstöße aus eigenen Reihen konsequent verfolgt und abstellt. Nichts vermag Ansehen und Vertrauen in den Staat stärker zu erschüttern, diesen stärker zu delegitimieren, als die Duldung oder gar Deckung einer eigenen rechts- und verfassungswidrigen Praxis. Des Weiteren muss sich der wehrhafte Verfassungsstaat den Feinden von Recht und Rechtsstaat konsequent entgegenstellen. Dem Staat kommt, wie das Bundesverfassungsgericht zuletzt in seinem Urteil zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz ausgeführt hat, die Aufgabe zu, die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand von Bund und Ländern sowie bestimmte Auslandsinteressen der Bundesrepublik zu sichern. Dabei, so wörtlich, Zitat, handelt es sich um Schutzgüter von hohem verfassungsrechtlichem Gewicht. Eine Beschränkung von Freiheitsrechten kann zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung legitim sein, weil das Grundgesetz sich für eine streitbare Demokratie entschieden hat. Verfassungsfeinde sollen nicht unter Berufung auf Freiheiten, die das Grundgesetz gewährt, die Verfassungsordnung oder den Bestand des Staates gefährden, beeinträchtigen oder zerstören dürfen. Zitat Ende. Dies ist das genaue Gegenteil einer resignativ-fatalistischen Lesart des Böckenförder Diktums. Der freiheitliche demokratische Staat kann sicherlich nicht alle, aber er kann doch manche Voraussetzungen, von denen er lebt, durchaus garantieren und er tut dies auch.
und auch die von ihm nicht zu garantierenden Voraussetzungen darf und soll er auf vielfältige Weise schützen und stützen, insbesondere indem er und seine Repräsentanten die Werte der Verfassung vorleben, sich einer wahrhaftigen und verständlichen Kommunikation bedienen und gezielt zivilgesellschaftliches Engagement aktivieren. Dazu gehört auch die Vermittlung des Grundgesetzes und seiner Werte, und zwar über den Schulunterricht hinaus. Gewiss, eine solche, man könnte sagen, Verfassungspädagogik ließe sich in einer pluralen, diversen Gesellschaft kaum auf ein homogenes, materiales Wertekonzept stützen. Es gilt vielmehr gerade den Rahmencharakter unserer Verfassungsordnung als zu verteidigenden Wert herauszustellen und in diesem Rahmen, in den Worten einmal mehr Horst Dreyers, nicht den vagen Konsens, sondern den wohlgeordneten Dissens zu suchen. Oder frei nach Günter Dürig, das Gemeinsame wird nicht durch Differenz, sondern durch Indifferenz vernichtet. Eine Pädagogik der Verfassung kann deshalb nicht eine solche blasser Übereinkünfte, sondern nur eine solche des kultivierten Streits sein. Wir müssen als Gesellschaft vielleicht auch wieder lernen, einen solchen Diskurs intellektuell und praktisch auszuhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Evangelische Akademie Tutzing verkörpert und gewährleistet einen solchen Diskurs im nunmehr 75. Jahr ihres Bestehens in geradezu vorbildlicher Weise. Aufbauend auf einem Wertefundament im Geiste von Toleranz und christlicher Verantwortung befördert sie zivilgesellschaftliches Engagement und generiert so Ressourcen für unser aller Zusammenleben. Mit ihrer gesellschaftlich aktivierenden Kraft schafft sie ganz im Sinne des Böckenförderdiktums eben jene Voraussetzungen, die der freiheitliche, säkularisierte Staat selbst nicht garantieren kann. Dies spendet Zuversicht in schwieriger Zeit. Und auch das Grundgesetz bietet für die Bewältigung der aktuellen und der kommenden Herausforderungen einen stabilen Ordnungsrahmen, der zu vorsichtigem Optimismus Anlass gibt. Das Grundgesetz hat sich über die letzten gut 7 Jahrzehnte als zukunftsoffene Verfassung erwiesen. Es hat die europäische Integration ermöglicht und begleitet, ebenso wie die deutsche Einheit. Gemessen an der Einschätzung des großen Sozialdemokraten und Juristen Carlo Schmid, dass der Parlamentarische Rat einen Notbau errichtet habe, steht das Haus des Grundgesetzes doch bemerkenswert stabil. Und es kann, wie ich versucht habe zu zeigen, durchaus auch für Teile seines Fundaments selbst Sorge tragen. Wahr bleibt aber, eine gute Verfassungsordnung ist zweifellos eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die glückliche Entwicklung eines Landes. Auch die beste Verfassungsordnung kann keinen Erfolg haben, wenn sie keine Menschen antrifft, die sich mit Mut, Entschlossenheit und Leidenschaft für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit engagieren. Sie bleibt trotz aller Schutzmechanismen gegen ihre Gegner darauf angewiesen, dass sie aus der Mitte der Gesellschaft heraus unterstützt wird. Die durch sie etablierte Werteordnung mit der Achtung der Menschenwürde an ihrer Spitze muss als identitätsstiftende Idee unseres Zusammenlebens jeden Tag auf ein neues gelebt und bekräftigt werden. Ein Plébiszit de tous les jours im Sinne von Ernest Renan, im Großen wie im Kleinen. So verweist denn das Böckenförderdiktum auch auf die Verantwortung jeder Einzelnen und jedes Einzelnen von uns. Vielen Dank für die Einladung, zugleich für Ihre Aufmerksamkeit.